Heute, ich werde ab jetzt eine Woche lang so leben wie Pamela Reif. Sie ist eine Fitness-YouTuberin und sie zieht krass Ernährung durch und macht Daily Workouts. Sie ist einfach eine Maschine. Ich hingegen bin schon aus der Puste, wenn ich mein Paket vom Nachbarn abholen muss oder meinen Einkaufswagen schiebe. For real, wie soll ich ab jetzt jeden Tag Sport machen? Aber okay, Challenge accepted. Bleib auf jeden Fall bis zum Ende für das Ergebnis dran, denn das alles wird nicht umsonst gewesen sein. Yes, yes, yes! 69. 69? Ja. Das war früher. Peace, Leute, was geht ab? Ich bin Kim, du bist der Hater. Welcome to my shit. Es ist der Tag gekommen. Heute werde ich starten. Ich werde eine Woche leben wie Pamela Reif. Sie hat einen kranken Body, sie hat eine App, sie hat Kochbücher, sie macht alles mit Ernährung, Sport und Fitness. Sie ist crazy. Sie macht 5 Stunden einen Workout und schwitzt nicht dabei. Okay? Ich werde das die ganze Woche mitnehmen durch meinen Prozess, ja, der Entwicklung. Ich werde eine Maschine. Ich werde euch sagen, wie es mir geht und was sich auch an meinem Körper verändert. Ich hoffe mir auf jeden Fall, dass man auf der Waage was sieht. Wir werden gleich zu meiner besten Freundin Anna fahren. Die wird mich abmessen. Wir werden mich wiegen. Das werden wir heute am ersten Tag machen und natürlich am letzten. Ich habe mich natürlich auch schon vorbereitet. Ich habe mir ihr Kochbuch gekauft und ihre App runtergeladen. Kostet 2,50 € im Monat. Hier habe ich schon meinen Ernährungsplan erstellt für Montag, Dienstag, Mittwoch. Und es gibt auch jeden Tag Workouts, also wirklich Montag, Dienstag. Sonntag ist Gott sei Dank ein Ruhetag. Aber jetzt heißt es wirklich jeden Tag Sport machen. Und ich habe mir überlegt, damit ihr auch wisst, wie es mir geht, habe ich eine Skala entwickelt. Ja, also die habe ich nicht entwickelt, aber die habe ich gefunden. Und ich sage euch, gerade fühle ich mich wie Ente 2. Also ein bisschen angeditscht, ein bisschen müde. Aber ich hoffe, dass ich mich am Ende wie 1 fühle. Richtig stark und aufgepustet von den Muskeln her. Der erste Punkt auf unserer Liste ist ein Wocheneinkauf. Normalerweise zahle ich so 70 € für eine Woche für Essen. Ich bin gespannt, wie viel wir heute bezahlen. Und danach gehen wir zu Anna und machen da zusammen das erste Workout. Ich war gestern Squash spielen, ich habe mein Po tut jetzt schon weh. Ihr bekommt natürlich gleich auch noch ein Vorherbild von mir. Anna wird mich messen, sie wird mich fotografieren und sie wird mich wiegen. Und das bekommt ihr am Ende natürlich auch nochmal. Deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran für das Ergebnis. Ich glaube, ja, das wird spannend. I'm ready to burn the calories. Es geht los, ich mache den Wocheneinkauf. Was ist denn das hier? Oh, okay, ich darf gar nicht mehr hingucken. Schokofrüchte? Okay, nein, ganz schlechte Idee. Okay. Es war auch nochmal easy. Ich konnte einfach alle Gerichte auswählen und dann sozusagen zur Einkaufsliste hinzufügen. Und jetzt steht da alles, was ich brauche. Deswegen arbeite ich das jetzt einfach alles ab. Oh mein Gott, einfach Mandelmus, ja. Ich heule. Das kostet einfach fast 7 €. Alles klar. Das macht richtig Spaß, dieser Tag. Das ist der fertige Wocheneinkauf. Und nochmal viel, aber es hat richtig gut geklappt eigentlich mit dieser Einkaufsliste. War eigentlich voll chillig. Bin gespannt, wie viel ich jetzt bezahle. Aber es hält nicht über 100 €. Ich dachte echt, das wird voll teuer. Aber kann sogar sein, dass ich weniger als 70 € bezahle. Das fände ich krass. Jetzt habe ich gerade das Mandelmus auf das Kassenband gelegt und diesen Honig hier, das kostet bald schon 5 €. Okay, ich glaube, es wird doch teuer. Hey, crazy, ich habe einfach nicht mehr bezahlt, als ich sonst immer bezahle. Ich dachte so, safe, wenn es voll gesund ist, Bio und so, das wird viel teurer. Das ist einfach genauso. Also wenn ich davon jetzt eine Woche essen kann, dann wäre das heftig. Das wären 10 € pro Tag. Gut gerechnet, Gem. So, Freunde, ich bin bei Anna angekommen. Ich habe diese Apple Watch, aber die konfiguriert gerade noch. Das bedeutet, ich glaube, beim ersten Workout wird sie mir gar nicht anzeigen, wie viel Kalorien wir verbrannt haben. Aber das ist in Ordnung. Lass dir ruhig Zeit, Bro. Erde an Anna. Kommst du over? Over. Ich finde es richtig gut, dass du mir heute zur Seite stehst und heute dieses erste Workout mit mir machst. Oh yes. Erstmal brauchen wir die grundlegenden Maße meines Körpers. Du musst den Körperfettanteil von mir messen. Schaffst du das? Du musst einfach nur so reindrücken und dann an deinem Finger markieren, wie weit und dann richtig schlau. Okay, erstmal Kopfform, um zu messen, wie viel Gehirn ich habe. Aha. Ich hoffe, dass wir ein bisschen an meine Nase abnehmen. Okay, wo müssen wir denn messen überhaupt? Also ich würde sagen, mein Po erstmal. Also wenn man genau hier beim Po misst, sind es 100. Was haben wir da? 71. Herzlich willkommen bei Hunkumi. Hallo, ich hätte gerne was ganz Spitzenmäßiges. Enorm meinen Nippeln. 51. 34. Okay, das machen wir am Ende wieder. Dann schauen wir jetzt nochmal, wie viel die Waage anzeigt. Ich habe hier so eine ganz schlaue, ergonomische, krasse Waage. Die misst Körperfettanteil nicht so meine Füße für mit. Unangenehm. Mein Anfangsgewicht ist jetzt bei 60,8 Kilogramm und mein Körperfettanteil liegt bei 22,6%. Und da sind noch ganz viele. Meine Knochen liegen nur 2,8 Kilo. Okay. Und mein biologisches Alter ist 20. Ich bin schon 22. Wow. Stabil. Die Werte merken wir uns und dann vergleichen wir die natürlich mit dem am Ende. Dann kann es jetzt losgehen mit dem allerersten Workout. Anna hat hier Gott sei Dank so einen richtig coolen Sportbereich, einen Freihandelbereich. Ja. Gib's uns, Pam. Also ich bin schon richtig heiß, Anna. Du musst dir einfach nur vorstellen, jemand hat deine große Tüte geklaut. Gib mir denn so los? Alter, das wird so heftig. Au! Au!
Leute. Bin ich schon drin geworden? Los geht's mit Sixpack-Übungen. Wie macht ihr das da? Aua! Schnell geatmet. Ich glaube, ich weiß nicht. Das unterscheidet sie dann auch irgendwo von mir. Ja, also viele Unterscheidungspunkte gibt es denn. Boah, du schwitzt echt doll. Daniel, verdammte Scheiße. Mir läuft. Mir ist gerade ein Stück. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so viel geschwitzt habe. Bei mir läuft es einfach komplett runter. Und sie hat nicht mal einen einzigen Schweißtropfen irgendwo auf ihrem Körper. Wie fühlst du dich? Digga, ich fühle mich auf jeden Fall wie 8. Ich fühle mich ein bisschen schlaff. 5? Ja, oder 4. 4 wäre ja noch brutal, so für den Gimmer. Kann ich diese Katze als Handtuch benutzen? Ja. Ah, ja. Nein. Ich könnte auf so eine Wasserrutsche ohne Wasser und ich würde rutschen, weißt du? Sie lächelt so unschuldig, ne? Aber sie hat jetzt richtig faustdick hinter ihren Ohren, Nase, Mund, überall. Schlagen wir mal auf. Seite 172. Da habe ich mir nämlich hier ein kleines Easy so reingemacht. Diese Acai-Bowl machen wir jetzt. Dafür habe ich mir extra ihr Acai-Pam, Bio-Acai-Dings geholt. 4 Euro hat das Ganze gekostet. 2 von diesen Q-Packs sind da drin. Oh mein Gott, ja, das ist Bombe. Kann man auch als Kleinhölzer verwenden, falls man gerade eine Band eröffnen will. Kleiner Fact zu Acai-Pulver. Die Acai-Beere hat nur 0 Gramm Zucker. Also richtig Hammer. Die sieht ganz gefährlich hier aus mit dieser roten Beere. Also wenn ihr dieses mit diesem Acai hier macht, ne, zieht euch am besten einen Ganzkörperschutzanzug an. Ein Tipp, das haben Anna und ich letzten Sommer herausgefunden, wenn ihr so Bock auf Eis habt, ne, aber euch so relativ gesund ernähren wollt, dann nehmt einfach gefrorene Mango. Das ist so lecker. Ey, wir sind letztes Jahr darauf ausgerastet, ne? Ja, unnormal, das war so geil. Das ist dann irgendwie so weich und voll kühl, geisteskrank. Also irgendwie feiere ich das voll mit Kochbüchern so zu kochen. Und man kann das natürlich auch hier mit ihrer App machen. Anna hat hier Gott sei Dank so einen richtig stabilen Stahl-Pürierstab. Yeah. Und damit pürieren wir das Ganze jetzt. Anna, du kannst bestimmt gut mit deinem Pürierstab umgehen, oder? Ich habe hier so eine richtig coole Challenge für dich. Weil du das nicht hinkriegst? Nee. Ich schwöre, das hat gerade einmal so blöd gemacht und dann ist es so ein kleiner Milchvulkan geworden. Ich glaube, genau das ist die perfekte Verwendung. Es ist auch wichtig, wenn man den so benutzt, den Schwung angeschlossen zu haben, weil sonst funktioniert das Ganze nicht. Sicherheitsabstand von ungefähr... Ah! Oh mein Gott! Das Ganze ist wirklich nicht easy. Gott, man kann den ja ein bisschen runterstellen, dann ist er nicht so in the wild. So, das ist meine Portion. Das ist Anna. Sieht aus wie ein kleiner Kackhaufen. Ja, Mann, das ist die erste Bowl. Wir haben das ein bisschen gefreestylt. Man kann ja drauf tun, was man will als Topping. Wir haben jetzt hier nochmal gefrorene Mango und so. Man sieht ja Kokoschips. Ich würde sagen, ne, gönn dir. Boah, das sieht so schön aus. Ja, Mann, wir sind auf Bali angekommen. Wuhu. Ist geil. Okay, ich probiere mal direkt. Boah, es ist so kalt. Das ist halt perfekt für den Sommer, ne? Mhm. Ey, wollen wir so einen Laden in Hildesheim eröffnen? Es gibt noch kein Acai-Dings. So einen kleinen Stand nur, weißt du? Mhm. Übersick, ey. Hier steht jetzt das eine Bowl, ne, wie wir sie essen, 292 Kalorien hat. Das ist einfach nichts, ne? Props gehen raus. Pam, Alter, du hast echt drauf. Original, meine Haut ist immer noch am Sweaten und ich spüre mein Po richtig doll. Bauch noch nicht so doll, wie ich gedacht hätte, aber wir warten bis morgen ab. Ich habe schon wieder echt richtig doll Hunger. Wir kochen jetzt das erste Gericht und zwar ein Hühnchen-Pilzeintopf. Das sind die Zutaten. Ich bin gespannt, wie das hier mit der Birne ist. Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Let's try. Bei dem Rezept steht einfach Pilze putzen und optional kleinschneiden. Oh, ja, wenn es nur eine Option ist. Man sagt ja immer, jeder Topf findet einen passenden Deckel. Aber manchmal ist auch einfach ein Brett. Das kocht er jetzt und dann. Jo. Das Food ist ready und es ist perfekt angerichtet für 18 Uhr K11, die Folge, in der ich mitspiele. Da steht, man kann das auch mit Reis machen. Also ich finde, die Portion ist jetzt gerade nicht groß. Bin echt gespannt, ob mir das reicht, ne? Mmh. Das schmeckt ja geistkrank mit der Birne. Also jetzt geht's mir gerade wieder wie die 1. Nein, R2. Good morning, Day 2 ist angebrochen und ich sag euch, ich bin echt so eine 4,5. Mein Körper tut beim Atmen schon weh und ich weiß nicht, wie ich jetzt weiter mit Sport machen soll. Es ist 12 Minuten vor 10, ich bin um 10 Uhr verabredet im Fitnessstudio, denn heute steht auf dem Trainingsplan, es geht um Booty. Cutie with a Booty, nennen sie das Ganze. Das hört sich ganz süß an, ne? Aber ich glaube, das wird nicht so süß. Da steht es mit Gewichten, deswegen, das habe ich hier halt gar nicht zu Hause, deswegen gehe ich ins Fitnessstudio. Ich habe ja eine Mitgliedschaft. Nutzen wir die mal. Bin ehrlich, ich freue mich wirklich auf das Essen danach. Ey, Freunde, das ist so geil. Dieser ganze Bereich ist einfach free. Deswegen feiere ich Hildesheim. Hier ist halt nicht so viel los, aber das ist manchmal auch praktisch und die machen die Musik echt laut. Hier sind auf jeden Fall überall Gewichte und so. Ich glaube, ich finde da was. Hier ist auch so eine Matte.
Oh mein Gott, die ist echt bequem. Perfekt für die Gelenke. Alright, ich stelle jetzt hier auch auf meiner Uhr ein, dass ich trainiere. Wir wollen ja wissen, wie viel ich hier verbrauche. Ich finde es so gut, man kann die so gut mit der Nase steuern. Alles klar, dann kann es jetzt losgehen. Okay, es geht in Runde 2 mit diesem überaus heftigen Gewicht. Ich bin am Arsch. Weiß nicht mal, an welchem Arsch, weil offensichtlich habe ich keinen Arsch. So wenig Muskeln, die hier gerade, ich weiß nicht, ich schaffe das nicht. Egal, ich muss weitermachen. Die macht der Scheiße nach der Scheiße. Die rennt weiter. Ich kacke ab, ich schwöre, ich kacke ab. Wie hoch ist mein Puls? 170. Eine halbe Stunde bin ich jetzt dabei. Ich weiß nicht, wie ich heute leben soll. Ja, alles klar. Jetzt nochmal 10 Minuten Booty Pump Workout. Wir haben den Booty ja nicht schon gepumpt. Fuck. Hätte ich das gedacht? Ich hätte nicht diese. Ich hätte mir was anderes überlegt. Ein Tag XXL essen oder so. So ein witziges Video. Okay, ich habe 50 Minuten trainiert, 353 Kalorien verbrannt. Das ist super. Ich stretch mich jetzt noch hier raus. So, ich bin wieder in der Küche angekommen und ich habe hier schon meine Zutaten für mein Frühstück/Mittagessen rausgesucht. Wir machen jetzt so ein süßes Rührei mit Banane und Kokos. Hört sich erstmal komisch an, so Rührei mit Banane und so, aber ich vertraue ihr da. Ist wieder mit Birne, deswegen glaube ich. Nein! Mann! Kann doch nicht wahr sein! Das kommt zum anderen. Das passiert einfach jeden Tag wieder, aber ich bin auch einfach schwach gerade. Ich kann es nicht richtig halten. Die Eier in einer Schale verquillen und die Kokosmilch dazugebe. 2 Esslöffel Kokosmilch. Ey, es sieht abnormal lecker aus, ne? Aber das muss nur noch so schmecken. Direkt mal hier rein ins Ei. Mhm, interessant. Voll der andere Geschmack. Ich schwöre, man könnte mir jetzt auch hier angeweichtes Papier in Kakao hinstellen und dann würde ich es geil finden. Ich habe einfach so Hunger. Nee, schmeckt gut. Guten Abend, es wird endlich Zeit zu essen. Ich muss sagen, ich habe zwischendurch so 15 Cherry-Tomaten gesnackt, weil ich konnte nicht. Also sie hat ja auch so voll viele Snacks, aber ich bin jetzt aber gerade dabei, hier einen Süßkartoffel-Curry. Hähnchen-Curry zu machen. Ich glaube, das wird super. Ich habe tatsächlich eben auch noch Erdnussmus bei Rossmann dafür gefunden. Das kann nur gut werden. Hier habe ich schon eine Soße zusammengemixt. Hier drin geht es richtig wild umher. Hier braten wir das Fleisch an. Spinat für die Muscles. Oh, der Timer. Die Süßkartoffel ist fertig. Oh, damn. Merkt euch diesen Anblick von Spinat. Ihr werdet ihn gleich nicht mehr sehen. Sieht übergesund aus. Ich werde einfach zum Foodblogger. Das sieht irgendwie schon wieder so geisteskrank aus. Let's make the taste test. Ja, here we go. Es ist auf jeden Fall bis wässriger geworden, als es im Rezeptbuch aussah. Heiß. Oh, das ist heiß. Fuck, mein Zunge verbrannt. Nein. Oh shit, Pamela sagt auch, man sollte auf jeden Fall zum Essen immer Wasser trinken. Scheiße, was ist mein Wasser? Ey, no joke, es schmeckt so lecker. Es ist so, es macht so Spaß. Also wirklich, es macht gerade wirklich Spaß, diese Sachen da immer nachzukochen. Ich weiß nicht, ich kann euch das gerade bisher nur empfehlen. Also ich fühle mich gerade wie so eine 1,5. Einfach, weil man auch so stolz auf sich ist, dass man es durchzieht. Freunde, Tag 3 und ich sag euch ehrlich, 7. Ich kann mich nicht bewegen. Dieses Bauchmuskelkater von vorgestern kickt einfach so heftig. Und gestern, ich fühle mich so schwach. Ich weiß wirklich nicht, wie ich das jetzt hier machen soll. Ich kann nicht mehr. Ein Workout muss ich jetzt noch machen. Wenigstens immer, wenn man das abhakt, kommt so Schneeflocken geflogen. Wassermelonen für Sommer wäre gut. Ich bin wirklich am Ende, Alter. Oh, scheiße. Und das Ding ist, das war's heute nicht mit Sport. Guck mal, sie macht ihre Videos, ne? Aber das ist ja nicht nur der Sport, den sie betreibt. Sie macht auch so sportliche Aktivitäten. Das machen wir gleich. Da ist noch was essen.
endlich zu Hause und Freunde, ich habe mir extra einen richtig geilen Mixer gekauft, der auch richtig gut zu meinem Wasserkocher passt, aber ich glaube, der hatte richtig Power. Und hier werden wir jetzt einen Blueberry Bomb Old Heidelberry mit Schoko zubereiten. Die Zubereitungszeit beträgt 12 bis 190 Minuten, also da hat man, kann man sich Zeit lassen. Ich habe leider keine Waage, deswegen muss ich das einfach ungefähr alles abschätzen. Der spritzt oben raus. Warum tut es das? Hä? War da noch so ein Deckel dabei? Das ist ja richtig dumm. Also ich weiß nicht, ob das so richtig ist, ne? Ich habe einfach genau meine Hand als Deckel benutzt. Hä? Ja, dann schmelzen wir das und dann kann das gleich... Oh nein, das verbrennt direkt. Scheiße. Oh mein Gott, es ist einfach directly verburnt. Oha, übel geil. Jetzt kommt hier ein bisschen Schokolade rein. Klitzekleines Problem. Ich habe jetzt erst gelesen, dass das Ganze 3 Stunden in den Kühlschrank muss, okay? Wir machen 3 Minuten draus und gucken einfach, wie es schmeckt. Und ready. Die Schokolade ist tatsächlich ein bisschen hart geworden. Ich habe noch ein bisschen Himbeeren drauf gemacht, Blaubeer. Es sieht zick aus. Oh nein, die Schokolade ist einfach hart. Guckt, man kann die Blaubeere da drauf tun und sie geht nicht unter. Baba. FBI, open up! Boah, das ist so lecker. Ich sag euch noch geiler, wenn es jetzt ein bisschen länger im Kühlschrank stehen würde, aber... Boah, scheiße, ich liebe ihre Sachen. Ich hab doch gesagt, heute ist nicht das Einzige, was wir machen im Fitnessstudio. Die sieht halt richtig aus wie ein Model. No. Wir aktivieren wieder die Uhr. Wir spielen jetzt 1 Stunde lang Squash. Wir befinden uns hier in diesem Court. Ich bin wirklich absolut fertig. Es tut so weh, ne? Ich kann mich nicht bewegen. Ich habe heute schon 500 Kalorien verbraucht. Okay. Der Schweiß fängt an, aus den Poren rauszufließen. Apple Watch sagt 97 Kalorien verbrannt. Möglicherweise meine Fähigkeiten. Meine auch. Good evening, Homies. Ich bin wieder zu Hause. Ich fühle mich so stark. Ey, dieses Squash hat mich nochmal richtig auseinandergenommen. Das war zu viel Bewegung heute. Deswegen gibt's jetzt Food. Ich hab jetzt mal nicht, ich film jetzt nicht immer alles so mit. Ich zeig euch jetzt einfach mal. Übel geil. Das sind so Ofenkartoffeln mit veganem Rinderhack, Zucchini, Spinat, Mais, ein bisschen Tomate und Kokosjoghurt. Ich bin so gespannt, wie das jetzt schmeckt. Also wenn ihr wirklich jeden Tag das gleiche esst, dann holt euch diese App noch. Also bisher war wirklich jedes Essen so abwechslungsreich lecker. Die Kartoffeln sind nicht durch. Friends, Tag 4 ist angebrochen und ich könnte auch brechen. Ich fühle mich wirklich wie die Neuen. Mein Körper tut so heftig weh. Leute, heute ist Gott sei Dank Stretching Day. Wenn heute irgendwas anderes wäre, ich könnte nicht. Auf dem Fitnessplan steht auf jeden Fall 18 Minuten Stretching. Das werde ich heute Abend machen. Ich muss meinen Körper ausruhen, ne? Es tut so viel. Ich habe noch nie sowas gespürt. Das ist wirklich heftig. Jetzt wird es erstmal Zeit für eine pinke Porridge Bowl mit Peanut und Ei darauf, wirklich. Das ist so mein Anker. Let's go. Oh, damn, das ist die fertige Bowl. Die ist unten heiß. Und oh mein Gott, ich freue mich da jetzt so drauf, ne? Die ist halt mit Erdnussmus jetzt. Ist halt so ein Salz- und Süß-Remix. So, let's try. Also die Farbe liebe ich ja schon mal. Alles, was pink ist, kann ja nur schmecken. Mhm. Der schmeckt echt salzig. Sehr interessant. Das schmeckt leider nicht so gut. Mann, das sieht so lecker aus. Ich glaube, das schreit danach, dass wir heute noch einen Snack machen. It's time for a snack. Und ich habe mir rausgesucht, Kirschhaferkekse ohne Zucker, Sirup und Nüsse, ne? Ganz gesund. Den Backofen heizt sich schon mal vor und ihr fragt euch jetzt so, Kim, das ist kein Bananenbrot, was du da machst. So funktioniert das nicht. Nein, ich habe mich auch gewundert, als da stand, tun sie die Banane samt Schale in den Ofen. Aber das hilft, dass sie schneller reif wird und süß und damit man die besser zum Teig verarbeiten kann. In der Zeit, in der die Kekse backen, bereite ich schon mal das Abendessen vor und ich koche das allererste Mal mit Pastinake. Es riecht nicht gut, finde ich. Irgendwie schon. Riecht nach einem Parfüm. Pastinakenparfüm, gibt's das? Ich hoffe, das schmeckt in der Hähnchenpfanne. Also ganz ehrlich, können doch gerade Banane mit Rosinen sein. Ist aber Pastinake mit getrockneten Tomaten und Zucchini. Die Cookies werden irgendwie nicht, upsie, nicht richtig ready. Also die kleben nicht zusammen, die sind so... Das Essen ist auch schon fertig und die Cookies sind immer noch nicht fertig. Darf ich vorstellen, ein Gemüse, Hühnchen mit Pastinake, Kokosjoghurt, Zitrone. Ja, so eine Gemüsepfanne auf jeden Fall. Sieht sick aus. Ich hoffe, es schmeckt auch so. Also irgendwie ist es schon richtig so zur Routine geworden, dass ich jetzt so abends hier alleine esse, was Gesundes. Ich find's Hammer. Heiß. Ey, das Leben kann so schön sein. Ich schwör's euch, gutes Essen und alles ist Bombe. Ho! Tomaten erhitzen sich sehr schnell. Jetzt mal so ein Stück Pastinake nur alleine. Probier das mal. Oh. Pamela macht auch viel Meal Prepping. Das bedeutet, sie prepared ihre Gerichte für die Woche oder die nächsten Tage vor, damit man dann irgendwie sich auf seinen Alltag konzentrieren kann. Und das werde ich jetzt auch für morgen früh machen. Ich werde einen Mango Overnight Oats mit nur 4 Zutaten machen.
Das wird doch einfach super lecker. Das kommt über Nacht in den Kühlschrank und ich bin gespannt, ob das morgen immer noch so flüssig ist zum Trinken oder ob ich es essen kann. Und jetzt möchte ich doch hier jetzt einmal genießen, so ein Stück Keks, das ist ja... Na gut, das ist der Keks, es ist ein bisschen, ja. Am wichtigsten ist, dass er mir schmeckt. Schmeckt okay. Freunde, es ist mittlerweile 23 Uhr abends und diese Haferflocken-Cookies haben irgendwie doch auch ganz gut geschmeckt. Ich glaube, ich habe ein paar zu viele davon gegessen. Deswegen habe ich meine Yogamatte rausgeholt. Ja, ich habe eine Yogamatte, weil ich habe irgendwann mal angefangen zu denken, dass ich Yoga mache. Es sind jetzt wirklich nur so 18 Minuten Stretching, so ein bisschen was zum Entspannen, damit man trotzdem irgendwie seinen Körper bewegt. Finde ich auch wirklich gut. Tag 5 und ich fühle mich auch wie Ente 5. Mein Bauch tut immer noch super doll weh, aber es bringt nichts drum zu heulen. Es ist der vorletzte Trainingstag. Die Mädels, die jeden Tag hier trainieren sind, wir grüßen uns schon so. Wir sind schon so Homies geworden, wisst ihr? Wir sind so, ah, okay, Kim, unsere Sportskanone ist wieder da. Also heute muss ich wirklich mal Real Talk. Ich würde wirklich am liebsten ausfallen lassen. Aber ich habe auch wirklich Angst, dass man irgendwie nicht so ein Ergebnis sieht, ne? Ich weiß nicht. Also ich fühle mich gut bisher, ne? Aber egal, wir warten einfach mal ab. Okay, ich bin bereit. Mein Körper fühlt sich so schwach an. Ich hoffe jetzt gerade wirklich einfach nur, dass dieser Mango Overnight Porridge lecker schmeckt. Der ist auf jeden Fall nicht mehr tada! Also das sieht einfach nur geistesgeil aus. Ich fühle mich so schwach, dass es einfach schwierig ist, den Löffel von da unten zu meinem Mund zu bewegen. Okay. Und zum ersten Mal Porridge selber gemacht. Schmeckt richtig gut, wenn man das über Nacht durchziehen lässt. Krass. Ich habe ja eben Arme trainiert und ich merke es jetzt schon, ne? Mein größtes Loch, was Arme angeht. Herzlichen Glückwunsch. Es ist Zeit für das Abendessen. Irgendwie, ich habe heute zwischendurch ein bisschen was gesnackt. Zu Joghurt nochmal, wenn es ein bisschen Früchten und so. Ich habe heute auch nur so Reste gemacht. Also so ein Mischmasch aus dem, was wir die ganze Woche verwendet haben. Und dann irgendwie so zusammengewürfelt. Also so ein Erdnusscurry, halt aber auch noch mit Pastinake, Brokkoli und so. Und dann hier das übrige vegane Hackfleisch mit Mais und so ein paar Kartoffelspalten so auf Chili Cheese Fries nur mit Hack und naja, ihr wisst schon. Okay, das war jetzt Freestyle, ja? Auf jeden Fall Gemüse mit Fleisch, wenig Kohlenhydrate. Ich muss langsam daran denken, dass ich mich bald wiege. Welcome, Freunde. Es ist Tag 6 und heute ist auch der letzte Trainingstag. Und heute werde ich mich auch schon wiegen, weil ich werde heute Abend nach Köln fahren. Wir werden in eine Bar gehen und ich werde da was trinken. Und deswegen, weißt du, deswegen machen wir das heute. Weil morgen hätte ich eh dann keinen Sport mehr gemacht. Aber ich hätte mich halt eh vor dem Essen gewogen. Deswegen, weißt du? Let's go. Wie war es denn für dich? War es schwer? Nein. Also es war schon immer anstrengend. Es ist so ein bisschen Überwindung und so. Aber es hat mich voll motiviert, dieses Video zu machen. Ich würde so sagen, falls ihr das auch irgendwie machen wollt, dann führt vielleicht auch irgendwie ein Videotagebuch oder so. Also das ist voll cool, so für einen selber auch, um seinen Fortschritt zu sehen. Ich fühle mich auf jeden Fall schon viel sexy. Aber darüber reden wir gleich. Amazing. Look at that booty. Also das ist für mich schon gar nichts mehr. Ne? Machst du das eben mal so zum Frühstück oder was? We like to see fitness. Okay. We like to see sweat. We like to see your face. Nee. Yeah. Ich hab gar nicht Training eingestellt auf meiner Airwatch. Tja, dann müssen wir auch nochmal anfangen. Ich kann nicht mehr. Oh mein Gott, ich schwöre. Oh, ich will einfach nur in meinem Bett, ne? Wie kann sie. Also jetzt mal im Ernst, wer macht das? 3 Wochen. Ey, I did it, Alter. I did it. Und dann geht's jetzt endlich auf ins Ergebnis. Let's go. Alright, okay, wir stehen wieder hier an dem Punkt. Wir fangen direkt mal mit dem Gewicht an. Ihr wisst ja noch, sowas am Anfang. Hier steht's auch noch 60,8. Ich stelle mich jetzt drauf. Es sind 60,2. Woohoo! Es hat sich was getan. Es sind 600 Gramm. Bei mir ist ja so, ich bin ja schon relativ schlank. Bei mir sind es dann nur noch so kleine Veränderungen. Aber ich habe tatsächlich 0,5% Körperfett abgenommen. Ich bin jetzt bei 22,2 Körperfett und am Anfang waren es halt 22,6. Also hell, richtig cool. Das ist auf jeden Fall schon richtig gut. Mein BMI ist um 0,3 runtergegangen. Mhm. Also ich sehe auch auf jeden Fall was. Also ich fühle mich auf jeden Fall schon viel besser und viel sexier. Safe. So wirklich. Übrigens auch mit dem Gewicht, ne? Ja. Manchmal, guck mal, wenn du viel Wasser trinkst und du hast jetzt auch viel Sport gemacht und so, das macht auch richtig, richtig viel aus. Das können teilweise Kilo sein sogar. Ja, safe, auch wenn man seine Periode hat oder so. Deswegen, Waage ist immer schwierig. Ja. Ich finde, man sieht halt auch wirklich schon was. Das ist jetzt so das Nachergebnis im Vergleich zu
vorher, ich weiß halt jetzt nicht so ganz, ob man das sieht, Freunde. Popo? Hündert. Ich wäre noch Hündert. Das ist gut, der soll ja eigentlich auch größer sein. Der soll ja auch gerne bleiben. Taille? Da soll ja am besten ein bisschen weniger sein. 69. 69? Ja. Das war vorher 71. Echt? Ja. Wow. Das ist ja chillig. Das ist ja cool. Da will ich auch ein bisschen. Mein Brust bitte sei nicht kleiner. 83. 83? Da hatte ich vorher 81. Ich muss genau einen Nippel machen. Sind die größer geworden? Also, ich würde sagen, das ist 82. Hä? Chillig. Ich habe gestern auch Boob-Lift-Workout gemacht. Ja? Ja. Vielleicht hat das was gebracht. Ne? Oberschenkel. Das geht jetzt schon Richtung 48. Ehrlich? Ja. Das ist krass. 34? Ja, das hatte ich vorher auch. Ja. Amazing. Also ich finde es gut. Also ich finde Taille weniger richtig cool. Und das Wichtigste, Leute, ich fühle mich viel fitter. Man fühlt sich so viel wohler. Also ich fühle mich jetzt schon so viel wohler in meinem Körper. Ne? Weißt du was? Das könnte auch am Dings-BH liegen. Ja. Dass sich das verändert hat, weil das nicht der gleiche gewesen. Ja. Nice. Super. Also ich bin auf jeden Fall zufrieden. Ja. Cool, dass man auch Körperfett abgenommen hat. Weil Körperfett zu verlieren dauert halt länger als irgendwie Wasser oder so. Ich bleibe auf jeden Fall am Ball. Wir werden sehen. Ich habe mir das Ziel genommen, dass ich mir am 1. April ein Bauchnabelpiercing stechen möchte. Da soll mein Bauch so richtig flach und snatched sein, weißt du? Ihr könnt das auf jeden Fall auf Instagram mitverfolgen. Da werde ich so ein bisschen immer Daily Updates geben und so, ne? Ein bisschen versuchen, euch mitzunehmen, euch zu motivieren. Deswegen abonniert auf jeden Fall auch meinen Instagram-Channel. Da seht ihr auch viel mehr aus meinem Leben. Schreibt jetzt auf jeden Fall mal in die Kommentare, wie ich als nächstes leben soll. Ey, so Vitali Klitschko. Ich muss jeden Tag so Boxtraining. Wäre auch witzig. So richtig hart. Ja, aber es kann auch in andere Richtungen gehen. Deswegen schreibt auf jeden Fall mal eine Woche leben wie. Und ich werde es machen. Ich hoffe sehr, euch hat das Video gefallen. Yes, we going. It's gonna be hot girl summer. Wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Das wird crazy. Vergesst nicht, den Channel zu abonnieren, das mit euren Freunden zu teilen. Und wir sehen uns nächste Woche auf dem Video sehen.